Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Bombes und Herr Wüst, Sie müssen sich jetzt mal entscheiden. Wollen Sie, dass NRW so dasteht wie Mecklenburg-Vorpommern? Soll es auf Platz 13 der Bundesländer bei der Breitbandversorgung stehen mit 52,8% Versorgungsquote? Oder wollen Sie, dass unser Land Spitzenreiter bleibt? Spitzenreiter der Flächenländer mit 77,4%. Das ist für uns der Anspruch. Das ist für uns der Anspruch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen, dass wir Spitzenreiter bleiben, dass wir weiterhin an der Spitze der Flächenländer liegen. Und die zweite Frage, die Sie mit Ihren Wortbeiträgen offen gelassen haben, wollen Sie, dass wir das so machen wie in Bayern? Bayern hat 47,6 Millionen aus den ersten beiden Fördertranchen erhalten. Bayern ist ja sonst immer Ihr gelobtes Land. Ich kann jeden Bayern verstehen, der schnelles Internet haben will, weil er sich statt seinem Ministerpräsidenten Seehofer im Bayerischen Rundfunk lieber den deutlich sympathischeren und menschlicheren Frank Underwood auf Netflix angucken will. Aber auch wie Bayern sollten wir es nicht machen. Auch wie Bayern sollten wir es nicht machen. Denn Bayern hat zwar 47,6 Millionen aus beiden Förderrunden bekommen, aber wir in NRW haben eben 55,3 Millionen bekommen. Und damit liegen wir weiterhin vor Bayern, genauso wie in der Versorgung insgesamt. Und weil das alles so ist, ist Ihre Aktuelle Stunde nur bedingt aktuell. Sie liefern nichts, außer dass Sie unser Land schlecht reden. Und Sie liefern vor allem wieder einmal in dieser Frage nichts nach vorne. Ich glaube, es ist notwendig, dass man sich bei dieser Frage sehr genau anschaut, wie ist die Verteilung innerhalb der beiden Fördertranchen. Mecklenburg-Vorpommern bekommt über beide Förderrunden 53% der Fördersumme. Sachsen 16,3%, Niedersachsen 11,3% und wir als Nordrhein-Westfalen dann schon auf Platz 4. Das ist eine sehr krasse Ungleichverteilung innerhalb dieser Programme. Und dann kann man durchaus drauf gucken, warum ist das so? Der Kollege Vogt hat gerade schon einige Indikatoren genannt. Es ist natürlich zum einen so, dass dieses Förderprogramm Eigenheiten hat, strukturelle Eigenheiten, strukturelle Benachteiligungen für Nordrhein-Westfalen. Da sind Gewichtungen im zugrunde liegenden Scoring-Modell zu unserem Nachteil. Vor allem aber werden Ausbauprojekte bevorzugt, die einen besonders großen unterversorgten Bereich erschließen. Weil NRW nun einmal Spitzenreiter unter den Flächenländern ist, kann dieser Faktor so bei uns nicht greifen. Das heißt also, man muss sich erst bei diesem Förderprogramm zugrunde legen, warum funktioniert das so und warum bringt das diese Ergebnisse. Das ist eine seriöse Debatte und davon habe ich leider weder bei Herrn Wüst noch bei Herrn Bombes was gehört. Das ist der erste große Faktor. Der zweite Faktor, über den wir uns unterhalten können, ist die Verteilung bundesweit. Da hat Herr Wüst in seiner Pressemitteilung letzte Woche bemängelt, dass der Bundeserlös aus der digitalen Dividende, anders im Übrigen als die Landesanteile an der digitalen Dividende, nicht nach Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Mit dieser Forderung hätten Sie uns vermutlich sofort an Ihrer Seite gehabt, haben Sie aber nicht geäußert, erzählen Sie uns erst heute, als wäre Ihnen da plötzlich was ganz Neues eingefallen. Warum haben Sie sich da nicht letztes Jahr an die Seite der Landesregierung gestellt, als genau das unsere Forderung war? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es immer klar gesagt, wir tun es auch weiterhin. Wir unterstützen die Kommunen dabei, sich optimal für das Bundesprogramm aufzustellen. Dafür haben wir ein neues Programm aufgelegt, mit dem wir die Erstellung von Breitbandkonzepten und die Einsetzung von Breitbandkoordinatoren fördern. Und zwar, muss ich immer bei Ihnen dazu sagen, weil Sie es nie zur Kenntnis nehmen, natürlich aus Landesmitteln. Und Sie werden sehen, dass wir in den nächsten Runden damit auch Erfolge zeitigen werden. Und weil Sie das immer wieder erzählen und weil es jedes Mal falscher wird, natürlich kommt Nordrhein-Westfalen seiner Verantwortung nach und investiert eigenes Geld in den Ausbau. 50 Millionen in ein Programm Glasfaser für Gewerbegebiete. Die 77 Millionen aus GAW-RWP werden da schon gerne von Ihnen wieder vergessen. 65 Millionen für die Förderung der ländlichen Räume, Leerrohrverlegung, WLAN-Infrastruktur, Beratungsleistungen, nicht zuletzt auch der Anschluss von Schulen, damit wir digitale Teilhabe auch in der Bildung gewährleisten können.
Und insgesamt bleibt es dabei, und das hat der Minister letzte Woche im Ausschuss auch schon klar und deutlich gesagt, das Land bleibt bei seinen Investitionszusagen. Wir investieren bis 2018 eine 500 Millionen Euro in die Breitbandnetze. Und dann werden wir mit dem steigenden Bedarf auch dafür sorgen, dass es eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur gibt. Und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, weil das auch für Sie der Anlass war für diese Aktuelle Stunde, ein Schwenk zum Papier von Unternehmer NRW. Ich bin nicht Spin-Doktor der CDU, aber warum Sie sich aus... Ja, Gott sei Dank nicht. Da hätte ich im Moment eine ziemlich schwierige Aufgabe. Nein. Ich habe mich ernsthaft gefragt, warum haben Sie sich ausgerechnet diesen Punkt aus diesem Papier rausgesucht? Warum haben Sie sich ausgerechnet eine Rubrik rausgesucht, wo wir die Punkte längst auf den Weg gebracht haben? Ein eigenes Programm für den Anschluss von Gewerbegebieten wird gefordert, haben wir. Eine Gigabit-Strategie mit dem Zeithorizont 2025 wird gefordert, hat der Minister vor 3 Wochen vorgestellt. Rahmenbedingungen für Industrie 4.0 werden da gefordert. Die Weiterförderung unseres Flaggschiffs in diesem Bereich haben wir vorgestern beschlossen. Netzwerkbildung wird da gefordert. Das ist der Kerngedanke unserer Strategie für die digitale Wirtschaft. Ausbau des E-Governments wird gefordert. Dafür haben wir vor der Sommerpause ein E-Government-Gesetz beschlossen, ein Landesprogramm, das von den IT-Verbänden bis zu Unternehmer NRW begrüßt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da bleibt nur das Fazit. NRW ist ein starkes Digitalland. Wir bleiben bei unseren Zusagen. Daran dürfen Sie uns gerne messen. Wenn es gut läuft für unser Land, werden Sie uns daran auch weiterhin, auch im Jahr 2018, von der Oppositionsbank aus messen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte.